Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Witcher 3 und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Ja, es ist ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Um genau zu sein, schreiben wir jetzt den 24. Januar und zuletzt gespielt habe ich am 31. Dezember. Laut Save Game. Und da haben wir das große Finale, glaube ich, dann. Ja, aber am 31. Dezember habe ich, glaube ich, nicht Witcher das Finale gespielt. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, dann habe ich das Spiel einfach nochmal geladen oder so. Weil ich irgendwas nachschauen wollte. Weil ich stand nämlich auch bei den Dings. Ja, also stand im Sumpf. Das war schon ein bisschen komisch. Aber dann wollen wir jetzt mal Blood and Wine starten. Das ist nämlich das Thema des heutigen Tages, meine lieben Freunde. Blood and Wine. Eure Hilfe nicht. Keine Sorge, guter Mann. Wir sind rasch fertig. Dann sitzen die Herumtreiber hinter Schloss und Riegel. Milton, schau! Geralt. In Person. Sei gegrüßt, Hexer. Gehen wir hinein und heißen dich als alten Freund willkommen. Und du, keine Sorge. Wir machen der Gesetzlosigkeit ein Ende. Bald. Hab eure Mitteilung am Anschlagbrett gefunden. Siehst du, Palmerin, ich habe es dir ja gesagt. Der Greif bei Weißgarten. Wir müssen nur den Spuren seines Schlechters folgen, dann stoßen wir früher oder später auf Geralt. Milton de Peyrac-Peyron und Palmerin de Longfol. Schön, euch zu sehen. Ist lange her. Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Verzeih die bescheidene Stube. Als wir schworen, das Dorf unter unseren Schutz zu stellen, hat uns der Dorfälteste diese Hütte überlassen. Er behauptet, es sei die beste im Dorf. Gibt es irgendwelchen Ärger? Nun, nach dem Abzug der redanischen Garnison geht es in dieser Gegend drunter und drüber. Die Tyrannei der Banditen ist besonders garstig. Diese Plünderer werden sich bald ins Dorf begeben, um Tribut zu fordern. Milton und ich werden ihnen das austreiben. Wir haben geschworen, gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung zu kämpfen, wo immer wir auf sie stoßen. Die Angelegenheit betrifft dich natürlich nicht. Aber bitte sei so gut und warte auf uns. Wenn wir mit den Tonichtguten fertig sind, haben wir dir ein offizielles Ersuchen zu unterbreiten. Ihr wollt also auf die Banditen warten und gegen sie kämpfen? Palmarin möchte zunächst an ihren Anstand appellieren. Ich fürchte freilich, es wird vergebens sein. Ja, und ob? Wir müssen ihnen die Möglichkeit der Umkehr bieten. Schon manche abgebrühte Gesetzlose hat nach einem Tadel auf den rechten Weg zurückgefunden. Nicht in dieser Gegend. Bestimmt nicht. Wenn sie unbelehrbar sind, so werden wir zumindest wissen, dass wir alles getan haben, um ein Blutvergießen zu vermeiden. Gut, ich helfe natürlich, wenn Palmarins Einlassungen auf taube Ohren stoßen. Trefflich. Dann brauchen jetzt nur noch die Banditen zu erscheinen. Sie kommen! Hört ihr? Die Banditen sind da. Gehen wir sie begrüßen. Herhören, ihr garstigen Übeltäter! Der meint uns! Ich, Palmerin de Longfol, fordere euch auf zu bereuen. Schaut in eure Herzen, seht ihr nicht, wie schwarz sie sind? Was für ein Kasperle-Theater! Es ist ehrlos, gewöhnliche Leute zu berauben, ihre Vorratskammern zu plündern. Lasst ab vom Pfad der Schande und wir verschonen euch. Ein toller Witz. Wir brechen zusammen.
Jetzt verpisst euch, bevor wir die Geduld verlieren. Und ihr was anderes. Warte mal, Zorg. Die Typen sind doch urig. Vielleicht haben sie irgendwelche Tricks drauf. Schausteller, könnt ihr mit Bällen jonglieren? Oder kennt ihr das, wenn einer furzt und der andere den Furz abfackelt? Der edle Palmerin gibt euch eine Chance. Und ich gebe euch einen Rat. Hört auf ihn. Sonst was? Sonst seid ihr gleich im Kampf gegen fahrende Ritter der Herzogin von Toussaint. Bastarde wie euch verspeisen die zum Frühstück. Sie sind zu dritt. Zwei davon in Rüstung. Kommen wir später wieder. Sie wurden von einer Frau geschickt. Die Leute behaupten noch, wir hätten Angst vor Weibern und Narren. Oh, du hast die Herzogin beleidigt. Keine gute Idee. Wahrlich, diese Schmähung kann nicht ungesühnt bleiben. Beim Haya, ihr werdet sie mit eurem Blut bezahlen. Beim Kranich! Schießt, ihr Halunken! Beim Kranich, meine lieben Freunde! Zielt auf seine Augen! Beim Kranich! Kommen Sie nicht heraus. Wir haben Sie doch vom Joch der Unterdrückung durch die Banditen befreit. Ich habe euch gewarnt. Sie fürchten euch jetzt so sehr wie zuvor die Banditen. Keine Fanfaren, keine Blumen. Dies ist nicht Toussaint. Puh, es stimmt wohl, was die Leute sagen. Im Norden kräht kein Hahn nach edlen Taten. Wird Zeit, dass wir nach Hause kommen. Das werden wir, mein Freund. Ich hoffe, ich bin noch gut zu verstehen. Es ist Zeit, dass wir unsere Botschaft überbringen. Bin ich noch gut zu verstehen? Ich hoffe es mal. Ich habe nämlich den Spielsound ein bisschen lauter gemacht in OBS. Also raus damit. Was bringt euch den weiten Weg her? Wir müssen die Botschaft der gnädigen Herzogin vollständig und traditionell überbringen. Denn Tradition ist in Toussaint heilig. Schon gut. Ehrenwerter Geralt. Schlechter von Monstern und allem Übel, das sich schadlos an den Schutzlosen dieser Welt hält. Du, der du im Rufe stehst, den Unschuldigen und Witwen und Waisen deine Hilfe zu gewähren, wirst hiermit gebeten, einen herzoglichen Auftrag zu erfüllen. Befreie uns vom Biest, das das Blut durch die Gassen fließen lässt und jedermann gleichermaßen in Angst und Schrecken versetzt. Eile uns zu Hilfe, Hexer. Um dieses ersucht dich demütig die allergnädigste Beschützerin der leidenden Stadt, Herzogin Anna Henrietta. Wirst du ihre Bitte erhören? Das hat Anna Henrietta wirklich alles gesagt? Wörtlich? Naja, wörtlich hat sie gesagt, bringt mir den Hexer und schont ja nicht die Pferde. Passt bloß auf, dass er diesmal alleine kommt. Den Rest hat der herzogliche Kämmerer hinzugefügt. Du weißt ja, wie das läuft. Ja, ich entsinne mich. Lass mich hinzufügen, wenn auch inoffiziell, dass eine stattliche Belohnung winkt. Die Details musst du mit der gnädigen Herzogin persönlich klären. Hi, Satsuki. Schön, dass du da bist. Das ist vielleicht das inbrünstigste Anliegen, das je an mich herangetragen wurde. Sicher das höflichste. Und jetzt, da der Form Genüge getan ist, möchte ich mehr über dieses Biest hören. Falls es eines ist.
Das ist gewiss, auch wenn es noch niemand genau gesehen hat. Die einzigen Zeugen sind die grauenvoll massakrierten Opfer. Schau, dies sind einige Zeichnungen nach den Beschreibungen derer, die behaupten, das Biest erspäht zu haben. Sie unterscheiden sich leider sehr. Ich fürchte, die Zeugen reden Unsinn. Wie viele Opfer hat es gegeben? 2. Als die Herzogin vom 2. erfuhr, schickte sie uns sofort los, dich zu holen und dir Land und Schätze anzubieten, falls du ihre Bitte erfüllst. Es weht ein böser Wind, Geralt. Das Biest hinterlässt keine Spuren. Es heißt, es bediene sich schwarzer Magie. Beide Opfer waren Adlige und bald beginnt ein Turnier. Das Biest bedient sich schwarzer Magie? Woher wisst ihr das? Das erste Opfer ist bei einem Bankett zwischen zwei Gängen verschwunden, unbemerkt. Es gab nur ein offenes Fenster und dann Geschrei auf der Straße, als dort die Leiche gefunden wurde. Beim zweiten Mord war es ähnlich. Das Opfer, ein Ritter, befand sich in einer verschlossenen Kammer. Das Haus war voller Diener und Wachen. Das Biest hat ihn trotzdem erwischt. Dann hat es ihn auf den Marktplatz geschleift und dort umgebracht. Wiederum unbemerkt. Wir fürchten keine Kreatur, der sich mit Schwert und Schild beikommen lässt. Doch das hier ist ein unbekanntes Wesen. Man weiß nur, dass es keine Spuren hinterlässt und mühelos tötet. Aus Gründen, die niemand kennt. Hat schon jemand versucht, das Biest zu jagen? Fahrende Ritter vielleicht? Ha, versucht haben es viele. Aber niemand hat es geschafft. Das Biest ist klug. Es geht in keine Falle und greift stets überraschend an, wie ein Geist. Wir brauchen einen erfahrenen Fährtenleser, der sich mit Monstern auskennt. Kurz, wir brauchen dich. Dieses Turnier, das du erwähnst, warum bläst die Herzogin es nicht ab? Weil es zu spät ist. Die Teilnehmer und Gäste sind bereits eingetroffen, darunter die besten Ritter aller Länder und Anverwandte des Kaisers. Es sind also nicht nur die Untertanen der Herzogin bedroht. Verstehe. Wenn Adlige aus dem Ausland sterben, ist das bestenfalls ein Skandal, schlimmstenfalls ein diplomatischer Vorfall. All die Aufträge, die ich schon für Herrscher erledigt habe, war kaum einer drunter, der sich für mich gelohnt hätte. Du willst doch wohl nicht ablehnen? Nein, war nur so ein Gedanke. Die Herzogin kann bisweilen recht fordernd sein. Du übernimmst den Auftrag also, vorzüglich. Wir müssen gleich aufbrechen. Wir haben lange in diesem Land nach dir gesucht. Eile ist geboten. Wir können aufbrechen, wenn ihr soweit seid. Ha! Als dann, auf nach Toussaint! Auf nach Toussaint! Nach Toussaint. Auf geht's! Ich hoffe, ich bin gut zu hören, Satsuki. Ich habe nämlich den Spielsound ein bisschen lauter gemacht. Weil mir bei den Aufnahmen bei Final Fantasy XIV aufgefallen ist, dass das Spiel sehr leise ist mittlerweile. Weil ich immer wieder ein bisschen runtergeregelt habe. Dann war es aber sehr leise. Wenn die Zeit des Sturms kommt, dann ist nicht vom Gelben Schnee. Was? Einige Tage später. Das Herzogtum Toussaint. Toussaint, Land des Weins. Land der Liebe. Genau wie ich es in Erinnerung habe. Beauclair hat sich in den letzten Jahren verändert. Du wirst sehen. Schau dich um, wenn du dazu kommst. Dann wirst du es bemerken. Mir ist es immer wie ein Märchenland vorgekommen. Fahrende Ritter, Elfenschlösser. Du findest uns doch nicht merkwürdig. Ich zeige dir, wie normal wir sind. Das schwöre ich beim Reiher. Das Windrad. Nein, guck weg, Satsuki, die armen Pferde. Hm.
schwor, ein Monster zu töten. Alle für einen und einer für alle. So, ich hab das Pferd gerecht. Große Bestie. Nicht sehr klug, sie eigenhändig anzugreifen. Liebe fußt nicht auf Weisheit, Hexer. Also, Guillaume, raus damit. Welche holde Maid hat dich zu dem Schwur bewegt, den Abschaum zu töten? Die schönste von allen. Wenn er ihren Namen nicht nennen will, muss er es auch nicht. Ich kenne dich nicht, Herr. Und du scheinst kein Ritter zu sein. Doch für deinen Beistand bin ich dankbar. Nein, ich stehe in deiner Schuld. Diese Trophäe soll dein sein. Ein Riese, so nahe bei den Menschen. Seltsam. Das war kein gewöhnlicher Riese. Sein Name war Goliath. Angeblich war er einst ein Ritter und hat seine Schwüre gebrochen. Deswegen hat die Dame vom See ihn in einen wilden Riesen verwandelt und auf die Gorgo verbannt. Und warum ist er da wieder rausgewandert? Der Hunger. Der zwingt ihn mehrmals im Jahr ins Flachland. Goliath hat schon viele Schäfer verschlungen. Guillaumes Jagd war nobel. Aber das ist eine Geschichte für gemütlichere Orte. Ich nehme die Trophäe gerne. Vielleicht zahlt jemand dafür. Du hast gut gegen den Riesen gekämpft. Hast du Erfahrung im Kampf gegen Monster? Nein. In Toussaint kämpfen wir vor allem gegen Banditen. Doch ich habe geschworen, der Herrin meines Herzens den Kopf eines Monsters zu bringen. Wie der berühmte Gottfried der Riesentöter. Du willst doch das Biest nicht erlegen, hoffe ich. Das überlassen wir besser Geralt. Auf mich wartet eine andere Herausforderung. Wenn Geralt das Biest töten soll, muss er wissen, dass es wieder zugeschlagen hat. Es wurde eine Leiche angespült. Am Fluss, beim Basilisk. Damien de la Tours Männer sind schon dort und sichern die Gegend. Sichern die Gegend? Dann gehe ich lieber gleich hin, ehe sie alle Spuren und Hinweise niedertrampeln. Wohlan denn. Ich reite zur Stadt und unterrichte die allergnädigste Herrin von Geralds Ankunft. Wir treffen uns später bei Guillaumes Zelt am Turnierplatz und ich geleite dich dann zur Herrin. Mit so einem kleinen Messer willst du einen Riesenkopf abschneiden? Naja, gut. Doch, der ist jetzt ein bisschen kopflos. So. Ja, man sieht hier schon die Toussaint-Architektur. Ja. Ist natürlich abgeschlossen. Und glaubt mir, das wird sehr, sehr schön. Also. Das wird sehr, sehr schön. So, dann reiten wir mal los, wa? Wie hübsch das ist, oder? Junge, dieser Guillaume. Palmarin hat ihn aufgezogen. Guillaume und er sind verwandt. Ja, das ist DLC. Schneller. Ist nicht so düster wie Wählen. Hier ist alles bunt und fröhlich und happy. Gewöhnungsbedürftig, die ritterliche Ausdrucksweise. Vor allem der Wechsel zwischen blumig und nahezu normal. Wir sind fahrende Ritter im Dienste der allergnädigsten Herrin. Wenn wir in ihrem Namen handeln, bindet uns die Tradition. Komm jetzt. Niemand da? Sie müssen den Leichnam bereits fortgebracht haben. Sehen wir uns um. Vielleicht haben Sie was übersehen. Beschlagene Stiefel, diverse Paare,
Das muss die Herzogswache gewesen sein. Sehen wir nach, wo sie hingegangen sind. Sie sind am Wasser entlang gelaufen. Vielleicht lag die Leiche am Ufer. Zeig mir, was du zu bieten wir hast. Wir haben Besuch. Vorsicht. Ich werde euch fällen, oder ich will nicht wie böse Verrat Perron heißen. Aua. Die hat der Blutgeruch hergemacht. Suchen wir weiter. Was der Fluss mitbringt, wird hier im seichten Teil angeschwemmt. Ja, der Gestank ist heftig. Irgendwas Interessantes gefunden? Schade. Fußspuren, siehst du? Und die Schleifspur eines Bootsrumpfs. Sie sind noch nicht lange weg, würde ich sagen. Es sind nur noch blutige Fetzen von den Kleidern des Opfers übrig. Hochwertige Kleidung. Das Opfer war wohlhabend? Sieht so aus. Sie haben Netze an Land gezogen und aufgeschnitten. Nach der Blutmenge zu schließen, muss die Leiche gevierteilt oder sonst wie zerstückelt worden sein. Vermutlich haben sie die Leichenteile auf ein Boot geladen und weggebracht. Na toll. Ich springe rein und sehe mir die übrigen Netze an. Erstmal nehme ich die Sachen hier mit. Jetzt springe ich rein. DLC. Es muss einem Adligen gehört haben. Wäre gut zu wissen, wo sie die Leiche hingebracht haben. DLC, ja? Wisst ihr Bescheid? Und jetzt? Wir wissen, dass dies nicht der Schauplatz des Mordes ist. Die Leiche wurde angetrieben und hat sich dann in einem Netz verfangen. Die Wachen haben sie rausgezogen und mit dem Boot weggebracht. Ich will sie mir ansehen, bevor die Verwesung einsetzt. Die Taverne. Die Inhaber müssten gesehen haben, wo die Wachen hingefahren sind. Fragen wir nach. Ich glaube, wir haben Publikum. Kein Wunder. Die Leute hier werden noch ihren Enkeln davon erzählen, wie einst eine gevierteilte Leiche aus dem Fluss gezogen wurde. Noch eine Sache. Ich habe ein Taschentuch mit Monogramm gefunden. DLC. Sagt dir das was? Delacroix? Kann nicht sein. Ihn hat das Biest also gemeuchelt. Offenbar. Kanntest du ihn gut? Vor langer Zeit waren wir enge Freunde, doch unsere Wege trennten sich. Er war ein Mann der Extreme, der seinen Gefährten beistand und die Feinde bis zum Letzten bekämpfte. Hatte er denn viele Feinde? Aber ja. Doch was hat das mit dem Biest zu tun? Ah, Geralt, es ist so schmerzlich. An diese alten Zeiten möchte ich jetzt lieber nicht denken. Verstehe. Wir reden später. Gehen wir in die Taverne. Ich muss dich bald verlassen und zum Hof zurückkehren. Du bist doch gerade erst in Toussaint eingetroffen. Ein Ritter in den Diensten der allergnädigsten Herren kennt keine Rast. Tatsächlich befürchtete ich schon, zu spät zu kommen, um meine Pflicht zu tun. Doch es zeigt sich, dass ich gerade recht eintreffe.
Ja, aber ich finde immer noch, es gibt ein paar Raytracing-Probleme, wenn man auf den unteren Bildschirmrand achtet. Manchmal leuchtet das so komisch auf unten. Aber sieht unglaublich schön aus. Beeil sie dich mal? Oder ist die Rüstung zu schwer? Wenn du die Leiche untersucht hast, musst du an Arietta Bericht erstatten. An Arietta? Der allergnädigsten Herzogin. Ich vergesse mich bisweilen. Wir nennen einander beim Vornamen, wenn wir unter uns sind. Palmerins Anwesenheit jedoch nicht. Er nimmt Anstoß an solchen Vertraulichkeiten. Ein Treffort für Händler, Schmuggler und Seefahrer. Und es gibt hier die beste Langustensuppe in ganz Tucson. Das ist ja mal eine Geschichte. Meiner Treu, rieche ich das deftige Aroma von Pâté? Nichts anderes, Herr de Perrac Perron. Die Zeit hat deine Sinne nicht getrübt, wie ich sehe. Setz dich doch. Es wäre uns eine Ehre. Und auch dein Begleiter. Doch weswegen liegt gar kein Duft nach Langustensuppe in der Luft? Es gibt heute leider keine Suppe, weil die Langusten aus sind. Du hast es vielleicht noch nicht gehört. Aber ich habe nur eine Leiche gefangen. Im ersten Morgengrauen. Und der Himmel war blutrot. Genau wegen dieser Leiche sind wir hier. Der Mann, den du zu Tische batest, wurde von der allergnädigsten Herrin aus fernen Landen gerufen, auf dass er das Biest finde und töte. Wir luden zwei Männer zu Tisch, und da Ritter de Perrac Perron eher das Temperament eines Hasen als das eines Hundes hat, nehme ich an, dass der Jäger wohl der andere ist. Mit wem haben wir das Vergnügen? Ich heiße Geralt. Wie bescheiden. Du kannst noch nicht lange mit Herrn de Perrac Perron herumziehen. Spar dir die schnöden Affronts. Geralt ist ein Meister des Hexerhandwerks. Er hat Fragen zum letzten Opfer des Biests. Ich habe die Leiche gefunden. Die Sonne war gerade aufgegangen, als ich erwachte und mich im Bett aufsetzte. Ich sah aus dem Fenster und der Himmel war rot wie Blut. Bitte, Geralt, frag was. Sonst sind wir im Winter noch hier. Muss früher Morgen gewesen sein. Du hast deine Netze überprüft und dann? Ich trat aus der Hütte und sah... Meiner Treu, komm zum Punkt, Mann! Du hast in deinen Netzen eine Leiche gefunden, das wissen wir schon. Was ist dann geschehen? War jemand in der Nähe? Hast du was Bemerkenswertes beobachtet? Irgendetwas? Es war keine Seele dort, nur ich. Was Bemerkenswertes? Tja... Was hast du gesehen? Aber komm mir nicht nochmal in dem roten Himmel. Ich sah einen Kopf im Wasser treiben. Augen offen, die Zunge hing blau heraus. Daneben trieb eine Hand. Hast du die Leichenteile untersucht? Ich war so erschrocken, dass ich ins Dorf gerannt bin, so schnell ich konnte. Ich kam mit Wachen zurück, die mir befahlen, zurückzubleiben. Sie hatten es nicht leicht. Die Körperteile hatten sich so in meinen Netzen verheddert, dass sie die Netze zerschneiden mussten. Ich muss die Leiche sehen. Weißt du, wo man sie hingebracht hat? Sie haben sie über den Fluss gefahren, auf einen Karren geladen und den Corvo Bianco in den Keller gebracht. Damit sie kühl liegt, weißt du? Was? Aber Corvo Bianco ist das Anwesen von Baron Rossell. Wenn der erfährt, dass sein Keller in eine Gruft verwandelt wurde, lässt er die Hunde von der Kette. Sein Weingut ist versteigert worden, während ihr im Norden waltet. Wer war das? Die Frau, die gerade gegangen ist. Die habe ich noch nie gesehen. Ich habe sie auch nicht reinkommen sehen. Das muss Lenise gewesen sein, die Tochter des Wirts. Aber warte mal, Geralt, das ist ja ein Skandal. Rossells Weingut wurde versteigert? Unerhört. Es ist kein Geheimnis, dass der Baron Spielschulden bis über beide Ohren hatte. Nun war endlich Zahltag und seine Gläubiger haben sein Anwesen versteigert. Die herzogliche Kanzlei hat sie übrigens gekauft. Rossell wohnt jetzt bei seinem Bruder in Vicovaro. Ich habe Rossell gesagt, dass er noch mal die Rechnung kriegen wird. Wie lange kann man sich auf vergangenen Heldentaten ausruhen? Seine Gläubiger sind wohl zu dem Schluss gekommen, dass seine Versprechen nichts wert sind. So sind die Zeiten. Die Ritter von heute sind nur blasse Schatten im Vergleich zu den Helden von einst.
Es stimmt, was man sagt. Die Götter haben das Biest geschickt, um uns zu strafen, dass wir von den alten Pfaden abgewichen sind. Die Leute denken, dass das Biest eine Strafe der Götter ist. Die Ritter achten die alten Bräuche nicht mehr. Sie waren mal die Verteidiger des Herzogtums. Heute verteidigen sie nur noch ihre eigenen Pfründe. Also, das ist ja wohl. Lass ihn ausreden. Die Herzogin handelt mit Titeln und zeichnet Übeltäter aus. Wir sind vom tugendhaften Weg abgekommen und haben die Gunst der Götter verloren. Und so strafen sie uns nun. Gib nichts auf diesen Mumpitz, Geralt. Der Mann hat nur irgendwelche Straßenprediger falsch verstanden. Ja, diese Unruhestifter schießen in letzter Zeit wie Pilze aus dem Boden. Jeder schwätzt doch dasselbe. Sagen Sie sonst noch was über das Biest? Abgesehen von der Strafe der Götter? Die Toussaintois sind keine Trottel. Es entgeht ihnen nicht, dass das Biest an den Tagen der Schutzheiligen gemordet hat. Wählerisches Monster. Danke für die Gastfreundschaft. Ich gehe jetzt den Leichnam untersuchen. Corvo Bianco ist nicht weit von hier, beim Turniergelände. Einfach der Straße nach, dann kommst du hin. Kommst du nicht mit? Ach so, du hast noch irgendwelche Verpflichtungen. Irgendwelche Verpflichtungen? Ha! Noch vor unserem Aufbruch nach Velen hat die allergnädigste Herrin mir die große Ehre erwiesen, mich heuer in den Palastgärten den Hasen spielen zu lassen. Du wirst dich kaputt lachen, wenn du mich im Kostüm siehst. Das wirft natürlich Fragen auf, aber ich fürchte, die Antwort ist eine lange, verwickelte Geschichte voller weitschweifiger Ausführungen über Geschichte und Tradition. Daher bis später, Milton, und viel Glück. Milton, der Hase, meine lieben Freunde. Mein lieber Freund, mit so einer Visage liegen dir sicher alle Frauen zu Füßen. Rezept für Langustensuppe. Langusten aus den Panzern befreien, anschließend Köpfe, Zangen und Schwänze entfernen. Diese mit dem Mörser zerstoßen, Zwiebeln und Knoblauch in einer Pfanne mit etwas Thymian in Butter anbraten, bis sie glasig sind. Langustenfleisch zugeben und braten. Mit einem guten Muscadet ablöschen und Bouillon zugeben. Inhalt der Pfanne gründlich pürieren, in einen Schmortopf umfüllen, Dill dazugeben und köcheln lassen. Die Suppe anschließend mit einem halben Quart Sahne und einem Esslöffel Butter andicken. Für den Geschmack wilde Kräuter und ausreichend Dill hinzufügen. Selbst ein ganzer Bund ist nicht zu viel. Ja, ja, ja. Da wisst ihr Bescheid. So sieht es nämlich aus, meine lieben Freunde. Und wisst ihr, wo es auch noch aussieht? Als wäre es das Ende dieser Folge, meine lieben Freunde. Wir sind in Toussaint angekommen und ja. Wir werden uns jetzt mal so ein bisschen hier auf die Wege begeben zur Leiche und mal schauen, was uns da so alles erwarten wird. Bis dann. Tschüss.